Bin kurz vor dem neuen Level. Ach, guck mal, hier sind die alle. Ich bin auch kurz vor dem neuen Level. Haut doch nicht ab! Bleib doch hier! Die sind ja gleich, die laufen einfach vor mir weg, währenddessen ich sie töte. Faszinierend. Sehr gut. Ist am Sterben und sagt sehr gut. Finde ich auch. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen behindert. Das nenne ich actiongeladenen Kampf. Holz. Seid still und bleibt unten. Hier wimmelt es vor Banditen. Ach, guck mal. Eine feindliche Stadt. Ja, cool, ne? Und wieso sind die halt tot? Ach, die kämpfen gegeneinander, die Spinne und die andere Troller. Cool. Ach ja, oh. Hi, Spinne. Ja, der Boss ist auch schon wieder weg. Wahrscheinlich hat ihn niemand getötet, nachdem wir umgefallen sind. So. Ja. Wollen wir wieder runter, oder? Achso, guck mal hier. Übrigens, die 4 heilt dich langsam über Zeit, wird aber bei jedem Schaden wieder abgebrochen. Schafft man es dagegen, im angeschlagenen Zustand was zu töten, steht man auch wieder auf. Aber wie soll man denn im angeschlagenen Zustand was töten können? Keine Ahnung. So. Und Zero ist schon wieder sonst rum. Ja, du hast mir nicht zugehört. Du hast einfach angefangen zu reden. Was soll ich machen? Warten. Zum Beispiel. Du kannst doch während des Laufens vorlesen. Ja, natürlich. Dann laufe ich, keine Ahnung, in Lager rein oder so. So, pass auf, ich laufe jetzt und lese vor. Übrigens, die 4 heilt dich langsam über Zeit. Und ich laufe immer noch. Das ist unglaublich. Ja, aber sinnlos. Ja, weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich laufen soll. Hätte ich es natürlich gewusst, hätte ich was gemacht. Ausreden. Seht ihr das? Ausreden. Ausreden, ausreden. Ja. Weißt du, eine Frau ohne Multitasking. Naja. Bin halt eine komische Frau. Weißt du doch. So, dann sind wir wieder gleich da, wo wir gestorben sind. Jo. Aber ich weiß auch, warum wir noch so schnell sterben. Wir haben sehr lange schon keine Heldenpunkte mehr vergeben. Ja doch, ich hab vorhin, kurz vor der Aufnahme. Achso, nee, ich nicht. Ich hab ein Level up. Ob ich mein Büchlein einsetzen sollte? Nein. Du hast auch gesagt, du bist kurz davor. Also nein. Ja, ich hab jetzt auch mein Level up. Nahrung. Aha. Um Nahrung zu essen, führt ein Doppelklick auf das entsprechende Lebensmittel in eurem Inventar aus. Der Beruf Chefkoch ermöglicht euch, Nahrung herzustellen. Der Verzehr von Verbrauchsgegenständen steigert Attribute. So. Bewegt eure Maus über den Verbrauchsgegenstand, um zu sehen, was er bewirkt. Esst viel Nahrung, um den Erfolg, das große Fressen freizuschalten. Sehr gut. Was für eine Kacke ist das denn? Nahrungsmittel 30 Minuten. 10% magisches Gespür. Achso, da, alles gut. Hast du jetzt doch die Rolle eingesetzt? Nein. Sicher? Ja. Ja, alles gut. Ich habe gesagt, da steht minus 10 Erfahrung, aber da steht plus 10 Erfahrung. Alles gut. So. Ja, ah, nee, der Boss steht noch da. Plus 15, plus 10. Nimm doch plus 15 Erfahrung. Ja, ich habe ein anderes Nahrungsmittel genommen als du. Ich habe mein Bestes gegeben. Warum? Wegen Magic Find. Ich habe gar nicht gesehen, was da noch stand. Ich habe nur die Erfahrung gelesen. Magisches Gespür, ach Gott. Ich habe natürlich genau das Falsche genommen. Ihr seid tot. Willst du es jetzt doch nochmal versuchen? Nein, ich habe aus Versehen sie getriggert. Ich war nur in der Nähe. Warum hat die random Aggro? Oh ne, ich bin weg. Das, ich werde hier sonst sterben. Sind wir schon wieder tot? Ich laufe weg. Was? Ihr könnt doch da immer Steine und Dreck werfen und so. Ah, okay.
Oh, guck mal, da ist jemand, der will uns helfen bestimmt. Oh. Nö, der holt sich nur das Erz. Ja, es sind nicht alle so nett, wie die Leute, die wir so kennengelernt haben. Oder geht's jetzt doch? Ich hoffe, dass er gleich kommt, deswegen bin ich nochmal hier. Oh Gott, ich bin... Dass ich nicht überlebe. Drück die 6! Alles gut, ich bin noch da. Ist er da? Hilft er uns? Nö. Nein, okay, er steht da rum, glaube ich. Okay. Ach nee, er ist weg. Da hüpft er wieder rum. Mach doch den Boss mit uns. Help, help, help. Sina, na. Es müsste so ein SOS-Emoticon geben. Gehen wir mal zu dieser sehr ausgefallenen Struktur. Was? Gruppen-Event zerstört die toxischen Ableger mithilfe Pulverfässer. Soll das Event sein nach da unten? Also irgendwer macht das auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen hin und stauben ab. Unsere Taktik. Hingehen, abstauben. Fertig! Schön. So, nochmal ordentlich Zeit lassen. Oh, da ist ja noch Holz. So, ein bisschen was machen wir schon, ne? Ja, klar. So, belebt die Gerüchte Sprengmeister wieder. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo die liegen. Ich sehe auf der Karte auf jeden Fall schon mal eine Leiche. Das ist schon mal ganz gut. Ja, ja. Könnte aber auch ein anderer Spieler sein, oder? Da. Ich hab geholfen. Mir auch, glaube ich. Jetzt nehme ich ein Pulverfass und laufe dem anderen hinterher. Wo soll es hingehen? Keine Ahnung, wahrscheinlich auf die... Hier rauf, keine Ahnung. Oh Gott, die Bombe explodiert. Los doch, schlag mich! Ich glaube, damit muss man das da in der Mitte abwerfen. Au, au! Es wird Ruhe! Ja, also mir geht's gut, Sina, danke. Mir nicht mehr. Oh Gott, ich bin fast tot. Nein. Ich weiß nicht, ob Zero gleich stirbt. Ich belebe den Typen hier wieder. Alles gut. Dann. Ich halte euch den Rücken frei. So, jetzt nehme ich so eine Kiste und dann laufe ich darüber und positioniere sie da und dann hoffe ich auf das Beste. Was ist denn hier los? Oh Gott, ich bin voll auf Droge! Oh! Ja, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Ark. What the fuck? Es sieht genauso aus wie ein Ark. Voll cool. Und man verliert genauso toll. Ich bin. Ich stehe zu euren Diensten. Help me. Wir haben nur noch 4 Minuten. Wir sollten uns beeilen. Ja, wann spawnt denn die Kisten wieder? Wie soll man das denn schaffen, wenn die Kisten nicht wieder spawnen? Wieso, die sind doch da, die... Ach nee. Ja, wahrscheinlich einfach andere suchen. Ja, auf der anderen Seite liegt noch eine Leiche. Oh, Pulverfass, ich hab's. Okay. Ich werde anderswo. Oder vielleicht einfach die Gegner rauslocken oder so. Dann gehe ich halt auf die andere Seite und probiere ich da mal mein Glück. Oh ja, weil ich fast tot bin. Ist nicht so cool, dass ich fast tot bin. Oh! Oh Gott, ich bin tot. Oh Gott. Spinne, nein! Mit anderen Worten, du bist tot? Ja, so ziemlich. Ich brauche Hilfe! Ich hab mich unsichtbar gemacht und bin weggelaufen, aber es hat nicht viel gebracht.
Aber gut zu wissen. Oh, der nächste Spawn. Oh Gott, der ist... Okay. Und jetzt? Jetzt laufe ich. Nein. Ich überlege halt immer die ganze Zeit, ich habe halt keine Zeit zu gucken, was passiert, wenn das Fass da liegt. Weglaufen. Ja, ich laufe ja weg. Aber deswegen habe ich keine Zeit zu gucken, was da passiert. Weißt du? Habe ich mich jetzt echt verlangsamt? Ich jetzt Nein! Wie viel Zeit habe ich noch, bis ich ankommen muss? Hallo? 2,5 Minuten. Okay, wie weit seid ihr fortgeschritten? Irgendwie wird es weniger statt mehr, habe ich das Gefühl. Ja, es soll weniger werden, das ist das Leben. Ach so! Dann ist alles gut, weiß ich nicht. Also da ist noch ein Fitzel da halt. Oh Gott, mach das nicht ohne mich. Sag dem Bescheid, also ihr sollt warten. Ich töte einfach Gegner, solange wie du weg bist und dann, keine Ahnung. Ich kann das Schlachtfeld schon sehen. Ja, dann kommst du rechtzeitig, alles gut. So weit ist der Fitzel noch nicht. Ah, okay, alles gut. Und ich bin drin. Jetzt darf ich nur nicht wieder sterben. So, schnapp ich mir mal so ein Fässchen und dann bin ich derjenige, der alles beendet. Ja, mach das. Keine Ahnung, ich halte hier irgendwie Gegner vom Leib oder so. Es ist auch was Nützliches. Oh, eine Tonne müssen wir noch hinbringen. Ja. Wir haben noch eine Minute. Ach Gott. Und übrigens. Au! Au! Schlägt der mich, der Penner? Ich glaub's ja nicht. Okay, Event geschafft. Puh. Wir haben es geschafft. Oh cool, was haben wir denn da bekommen? Glänzende Sphäre. Nee, ich meine, da war noch so eine komische Währung. Also, so eine Art Währung. Was bringt dir die glänzende Sphäre jetzt? Nichts. Ich hab gerade das Gefühl, wie episch. Das ist Müll. Gut. Das ist grau. Super. Das ist einfach nur Geld. Vielen Dank, dass du die Welt gerettet hast. Hier hast du Müll. Das ist doch überall so. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Gold und so sehen kann. In deinem Inventar? Nee, da gibt es doch noch andere Sachen. Wie zum Beispiel Lorbeeren sind ja im Inventar zum Beispiel auch nicht aufgezählt. Ach so. Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung. Na gut, egal. So, du bist da hinten. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Das ist schon mal gut. Ja, und da ist ein Heldenpunkt. Komm. Oha. Und Erz. Ein Waschbär. Das wolltest du mir bestimmt wieder vorenthalten. Oh, wie er gequiekt hat, als ich ihn verbrannt habe. Toll. Die quieken. So gemein. So, erstmal das Erz. Ah. Warte mal, ganz kurz. Inventar unter der Ecke ist das Münzsymbol. Geldbörse, steht ja sogar da. Oha, Transmutationsladung. Genau, Lorbeeren habe ich exakt 17. Okay, man kann sich einen Stein als Begleiter holen. Aber es ist nicht damit bei, komisch. Okay, na gut. Was auch immer das war. Ich bin nur erstaunt gewesen, dass es einen Stein als Begleiter gibt. Tja.
Sieht echt lustig aus, das ist ein Stein mit Augen. Und der hüpft durch die Gegend. Ja, ist es nicht so ungewöhnlich seit Sims 2. Also gibt es auch Steinhaustiere? Nein, aber man kann ja Spielzeuge machen. Und da kann man als Spielzeug so einen Backstein basteln. Und diesen Backstein kann man Tricks beibringen. Und der hat auch Augen. Also so ungefähr das Gleiche. Habt ihr das gesehen? Heißt, wir kämpfen hier und der in der Mitte holt sich da einfach den Heldenpunkt. Schweinerin. Jo, wir können die noch auch haben. Ja, wir müssen erstmal alle töten. Ach. Einfach genommen. Die gesamte Inquistur-Einrichtung zieht ihre Energie aus dieser giftigen Substanz. Ihre nebulöse Form entspricht keinem Standardgenerator und ihre aufgeladenen Partikel verfügen über doppelt so viel Energie. Haltet mit diesem Ort der Macht Zwiespalt, Zwiesprache. Ich kann nicht kommunizieren, weil mich irgendwas angreift. Geil. Guck mal, das sieht voll hübsch aus. Oh, Sternstar. Okay. So, nochmal. Wuhu. Ein bisschen Action in meine Kämpfe reinbringen, Mensch. Au. Heldenpunkt. Nice. Ich muss wieder gucken, warum mein Kurzbogen nicht ausgerüstet ist. Das finde ich gar nicht witzig. Fehlt mir nämlich Attacken. So. Oh, da hinten ist noch ein Heldenpunkt. Na, dann gehen wir da noch weiter. Wenn man einem Backstein das Backen beibringt und er dabei einen Fehler macht, dann ist er ein Backstein. Ja, genau. Also, erst Back mit A-C-K und dann Back mit U-G. Willst du jemanden erklären muss, die sind nicht witzig, Schatzi. Nein, das Ding ist ja, dass man mich ja manchmal auch einfach nur hört und es ja nicht lesen kann. Weißt du? Ein Pilz. Die Abtei hat diesen Energieanzeiger aufgebaut, aber die Inquistur hat ihn abgeschaltet. Wenn wir Energie von einem anderen Energieanzeiger herüberleiten können, könnte er wieder anspringen. Ist das eine Quest? Ja, tatsächlich. Wir haben hier eine Quest. Verhindert, dass die Inquistur Droidenhöhlen absaugt. Deaktiviert Inquistur-Pioniergeräte, aktiviert die Energiemonitore der Abtei, beschützt Exploratoren der Abtei im Sumpf und helft ihnen, grüne Stinkhörner zu sammeln. Das klingt ja gut. Alles ändert sich. Nicht. Ihr habt es also durch den Sumpf geschafft, ja? Ich bin überrascht, dass meine Tiergefährten euch nicht den Gar ausgemacht haben. Sie sind wirklich liebenswerte Wesen und überaus schmackhaft. Wie dem auch sei, ihr müsst völlig verhungert sein. Bedient euch ruhig, mein Lieber. Willst du auch ein Stück Hund, Schatz? Ja. Okay. Habe ich gerade. Ich nehme ein Stück Hund von dir. Was, ein Stück? Was von mir? Ein Hund. Nein. Ja, du hast gesagt, ja, und jetzt habe ich es und jetzt esse ich es. So, hast mir reingezogen. Ich habe Hund gegessen und dafür habe ich einen Heldenpunkt bekommen. Das war eine Heldentat. Sprecht laut. Hä, wie, was? Zum Hund essen hast du... Ach so. Ja, siehst du, das kommt, wenn du nicht zuhörst. Du quatschst aber rein, wenn ich rede. Und dann. Nein, doch, natürlich! Natürlich! Weißt du, ich hab gewartet, bis du fertig warst. Und dann fange ich an zu lesen und du quatschst einfach weiter. Dann hast du selber schuld, wenn du nichts mitbekommst. Nein. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, die Basilisken zu töten. Ich glaube nicht. Das Stinkzeug einsammeln? Ah, das Stinkzeug einsammeln, okay. Ja, na, die Pilze ja. Und Zero ist schon wieder sonst wo. Ich mach die Quest?
Ja, alleine, richtig. Oh, hier läuft gerade eine Quest entlang. Hier läuft? Okay. Ja. Golem beschützen. Wir machen das doch immer, wenn wir bei einer Quest sind, dass jeder einfach die Quest für sich machen kann, oder? Keine Ahnung. Jetzt zieh dich. So, ich hab die Hälfte, und du? Noch nicht. Alter, diese Basilisk mit ihrem Versteinerungszeug, ne? Hm, was ist damit? Ein bisschen nervig. Ich glaube. EMP? Also, ach, sind das für die Dinger hier? Ja, ich glaube schon. Aber irgendwie bringt mir das nichts. Habe ich das Gefühl. Doch, bringt schon was. Wenn man genug reinschmeißt. Also hoffe ich jetzt einfach. Weiß nicht. Also ich sehe nicht, dass der Balken steigt, wenn ich das mache. Vielleicht kann das... Ich überlege auch noch, was man machen muss damit. Ach so. Ich glaube, ich weiß. Hier sind ja diese Lichter. Jetzt tue ich das mal in so ein Licht rein. Es ist weg. Ach so, es ist ins Wasser gefallen. Geil, es ist ins Wasser gefallen. Jetzt lege ich das mal hier hin. Ja, okay, ich habe schon mal das Licht ausgemacht, aber ich weiß nicht, was mir das gebracht hat. Ach ja. Okay. Ey, ich bin schon... Der hat mich nicht mal getroffen und ich bin versteinert. Ich höre, ja, aber wie das gemein. Ist tatsächlich für die Lichter da. Okay. Na gut, dann sammle ich lieber Pilze. Dann sehe ich wenigstens den Fortschritt. Also ich habe den Fortschritt gesehen. Hier ist noch einer. Aus dem Winkel heraus. Die laufen ständig irgendwelche Leute lang. Was ist hier los? Ja, die machen die Quest. Überraschung. Nein, NPCs laufen hier. Ach so. Boah. Die machen auch die Quest. So, ich hab's gleich. Ja, schön, ich hab die Hälfte. Echt? Ja. Natürlich. Die Ranken ziehen sich hier zurück, aber am anderen Durchgang scheinen noch Kämpfe stattzufinden. Oh Gott, ich freue mich, wenn wir von diesen Basilisken weg sind. Meine Erzfeinde. So. Hier noch ein Pilzchen. Hier, die kleinen Mini-Gargoyles kannst du auch töten für die Quest, glaube ich. Diese Kreaturen scheinen zurückzuweichen, aber ehe wir weiter können, muss der andere noch reingemacht werden. Ich habe die Quest geschafft, liege aber am Boden. Ich bin ein Assassine. Tschüss. Oha. Ich brauche Hilfe! Ich habe so einen komischen Pionier getötet. Ach, die meintest du, die du töten kannst auch. Oh. Ja. Ja, im Wasser ist das blöd. Ja, hilf mir. Ja. Ja, gleich, wer ist tot ist. Mir geht's gut. Oh, der ist tot! Du hast mir mein Leben gerettet. So. Ich halte für dich Ausschau nach diesen Viechern. Da, hier, da ist noch einer. Die Basilisken kann, töte ich und du tötest die anderen. Hey! Oh. So, jetzt ist meine auch fertig. Ja, nice. Und was ist das jetzt hier für eine Quest?
Tötet die Dschungeldiener? Was ist das hier? Hä? Kommen wir gar nicht rein? Das Event hat sich geschlossen oder was? Abmarsch! Machen wir das Monster fertig! Oh! Oh. Ich glaube, die haben einfach nur auf mich gewartet, weil sie nett sind. Weißt du, ich gehe in den Bosskampf rein, das erste, was meiner macht, ist, ich blute. Gleich beschweren, weißt du? Tja, was soll ich dazu sagen? Oh. Stoffrüstung. Ich hoffe, ich habe mich in Sicherheit gebracht. Hey, ich habe die Quest geschafft, cool. Oha. Das Ding ist erledigt. Halt ging ja schnell. Nee, es geht ja wieder weiter. Hey, war das irgendwas anderes, was wir geschafft haben durch Zufall? Aber wahrscheinlich gibt es hier mehrere Schritte. Oder auch nicht. Das war verwirrend. Schon wieder eine glänzende Sphäre. Ja, ja, und wir haben auch diese andere goldene Währung. Ich muss mir nachher mal Pause drücken und das angucken. Da hat jemand einen Raketengeschützturm aufgestellt. Geht hier. Oh. Und weg sind sie. So. Tja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal durch den Bergpass, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Ja. Wir machen einfach kreuz und quer alles sinnlos. Hey, wo läufst du hin? An der Richtung. Von da kommen wir. Ich bin so einem Typen hinterhergelaufen und ich dachte, das wäre du, wärst du. Nein. Weil ich nicht. So. Vor allem, ich bin nur sogar extra noch, weil so lahmarschig gelaufen ist, bin so extra noch stehen geblieben oder weitergelaufen. Spätestens da hätte mir klar sein können, dass es ein NPC ist. Wildwurzel entdeckt. Okay, mal auf die Map gucken. Voll hübsch hier. Was? Ah, da geht's zu einer anderen Map hier vorne. Ja gut, das müssen wir ja nicht. Nee, nee. Wo würde es denn theoretisch hinführen? In den 80er-Bereich oder was? Okay. Kann sein. Weiß nicht. Sieht so aus. Wahrscheinlich irgendwie so DLC-mäßig. Ja, richtig. 80. Eines Tages kommen wir hier zurück mit 80. Nee, natürlich. Ah, ganz ehrlich, ja. Mit 80 ist das alles noch lange nicht vorbei. Da links geht es dann zum Herz von Maguna. Was ist? So heißt das Gebiet, wo man hingeht. Ach so. Ach so. Aber soll ich mal was sagen? Wenn wir hier schon mal im Lager sind. Weißt du, auf was ich hinaus will? Ja. Wird es wahrscheinlich dann beenden. Ja. Oh, dann gehen wir das nächste Mal halt Richtung Norden. Haben wir jetzt den Süden geklärt. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das nächste Mal nämlich wirklich morgen. Nö, nö, nö. Also morgen Stream. Ja. Okay. Weil, ja, wie gesagt, wegen nächste Woche halt. Mhm. Weil nächste Woche haben wir halt überhaupt gar keine Zeit und da ich diesmal nicht schon wieder ständig mal eine Woche Pause haben will, zwei Wochen, drei Wochen Pause, deswegen will ich das gerne, ja, lückenlos durchziehen. So. Oh, wie riesig doch die Karte ist, ey. Ja. Das wird immer besser. Ja, bin ich mal gespannt, wie es dann später wird im Endgame. Oh ja, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall sehr viel hin und her. Ja, und vielleicht laufen wir dann auch schon nicht mehr alleine. Sondern mit anderen Zuschauer-80ern. Nee, na, geht davon aus. Also, natürlich. Okay, dann komme ich jetzt nochmal zu dir. Und setz mich zu dir. Okay, warte. Ich setz mich an. Ups. Wahrscheinlich. So. guck mal, wie hübsch ich da sitze. Ja, ich ramm dir meinen Fuß in die Beine. Das nenne ich eine Beinverlängerung. Ja, ne? So. Und während sie so saßen, ganz friedvoll, werden wir uns verabschieden und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Yay.